bist die Tochter der Mullins, oder? Hilfst du mir? Was brauchst du denn? Samuel Mullins ist ein Meisterpuppenmacher. Dann wird seine Tochter bei einem Unfall getötet. Nein! Es geht um eine Familie, die eine schreckliche Tragödie durchlebt. Wir beschließen, alles zu tun, um sie zurückzuholen. Wir beteten, unser Mädchen wiederzusehen. Doch dann wollte sie die Erlaubnis, in die Puppe zu fahren. Bald erkannten wir, dass es nicht unsere Tochter war. Also sperrten wir sie weg. Wir dachten, den Mädchen zu helfen, könnte unsere Buße sein. Das ist unser neues Waisenhaus. Das ist ja groß wie ein Schloss. Sie lassen das Böse in ihr Leben. Doch am Ende gaben wir ihr genau das, was sie wollte. Brauchst du Hilfe? Ich schaff das schon. Schon beim ersten Conjuring-Film wussten wir, dass wir von Annabelle noch viel mehr Geschichten erzählen können. James hat sie auf großartige Weise im ersten Conjuring etabliert. Das Publikum wollte mehr von Annabelle und viele wollten wissen, woher sie kommt. Ihre Ursprungsgeschichte zu erzählen war also naheliegend. Es ist verrückt, sie ist eine so kleine Puppe, aber sie hat unheimliche Kräfte und sie nutzt sie auch für das Böse. Schwester, in diesem Haus spüre ich eine böse Macht. Sie ist hinter mir her. David F. Sandberg ist ein außergewöhnlicher Gewinn für das Conjuring-Universum. Er lebt dafür, einzigartige Schockerlebnisse zu kreieren. Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut. Janice hat diese Puppe gefunden und... Welche Puppe? Die mit dem weißen Kleid. Sie darf sich ja keinesfalls nähern. Immer wenn diese Puppe auf der Leinwand auftaucht, reagieren die Leute. Sie lieben sie. Sie kann laufen. Vergib mir, Schwester, denn ich habe gesündigt. Annabelle 2 ist eine Fortentwicklung des ersten Films und dieses Universums. Mit Annabelle 2 tauchen wir noch tiefer in die Welt von Conjuring ein. Das Ausmaß des Films ist so viel größer. Diese Puppe, sie tut Janice weh! Ich werf sie jetzt weg! Unser neues Waisenhaus? Es ist so groß wie ein Schloss. Nutzt das Haus so, wie es euch am besten passt. Mrs. Mullins und ich wohnen hier unten. Eure Zimmer sind oben. Verschlossen. Und das wird sie auch bleiben. Hallo? Du bist die Tochter der Mullins, oder? Hilfst du mir? Was brauchst du denn? Janice sagt, sie hat ihre Tochter gesehen. Meine Tochter ist bereits seit langer Zeit tot. Sie wurde uns schon sehr früh genommen. Nein! Wir haben gebetet, dass wir unser geliebtes Mädchen wiedersehen. Der Kontakt begann verhalten. Doch dann wollte es die Erlaubnis, in eine Puppe zu fahren, um für immer bei uns zu sein. Wir willigten ein.
hierher. Was? Eine böse Macht. Weil ich nur ihm gehöre. Es ist die Puppe. Der Teufel. Annabelle?